Das ist der beste und der einfachste Marillenkuchen, der was wirklich in 5 Minuten zusammengemixt ist und super fluffig schmeckt. Ihr braucht nur 250 Gramm weiche Butter, 250 Gramm Zucker und eine Packung Vanillezucker. Es wird schaumig mixen. 6 Eier dazu mixen, 250 Gramm Mehl und eine halbe die Packung Backpulver nur mal kurz dazu mixen. Den ganzen Teig auf ein Backblech draufstreichen. Marillen entkernen, kleinschneiden und auf den Teig drauf verteilen. Bei 180 Grad Heißluft ca. 25 bis 30 Minuten backen. Probiert es dann aus, der schmeckt wirklich super lecker. Ihr könnt natürlich auch Zwetschgen oder irgendein anderes Obst dazu verwenden.